Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Empire TV. Wir sind ja letztens stehen geblieben, da haben wir unser Programm natürlich durch die Zuschauer mehr oder weniger nicht gerade toll entwickeln lassen. Beziehungsweise entwickeln lassen in dem Sinne, wir kriegen unsere Werbeblöcke nicht los, weil wir einfach zu wenig Zuschauer haben. Wie wir hier sehen, 68.000 und ja, gerade so, ne, mit 63.000. Jetzt hoffen wir, dass wir einfach 80.000 hinbekommen mit einer Action-Sendung für Männer und Sportler. Für die Sportler eher, glaube ich, ja weniger. Positiv wird das. Nur 84.000. Müssen wir mal gucken, was machen wir hier bloß? Ja, die freuen sich eigentlich. Könnte ausgehen, sich in der Richtung. Sagen wir es mal so. Nichtsdestotrotz, wir brauchen noch Werbeblöcke. Haben wir zwar welche, aber eben nur für die Sportler. Global Gym. Da müssen wir aber, na gut, hätten wir auch 102. Meiste würde das hier einbringen, dieses Panucci's Pizza. So, und hier unten kommt Volker Texas Ranger Action Serie für Männer und Referenten und Männer. Pum, 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 pum. Auf der Hoffnung, dass wir da eben viele haben werden. So, was ist das hier? Mentor Spice. Haben wir die schon? 2 von 3, okay. So, der nächste Tag ist natürlich auch, da gucken wir 50 Shades of Grey. Warum hieß es? Romanze. Werbung haben wir dann noch. Ja, für Actionfilme ist natürlich ein bisschen sehr behindert. Haben wir nichts. Wir brauchen Werbeblöcke, aber irgendwo kriegen wir doch Werbeblöcke her. Nachrichtenblöcke. Ey, kann man noch welche kaufen? Das wollte ich jetzt nicht eigentlich. Marketingmanagern, fahren wir mal dahin, weil irgendwo konnte man sich auch welche herstellen lassen. Produziere Werbetafeln, genau. So, und kostet natürlich 25.000. Wir haben es ja langsam mal weniger oder mehr oder weniger. Ich hoffe, dass es hier nicht gerade sinkt, weil wir brauchen wirklich 80.000. Wäre blöd, wenn die da wieder sinken in der Quote. So, jetzt hätten wir Werbeblöcke gekauft, beziehungsweise in 2 Stunden sind die fertig. Wir müssen trotzdem noch mal runterrammeln zu unseren Film, Actionfilm Blue Blubber oder Blue Barella, wie auch immer das jetzt heißen soll. So, nun ist schon das Problem, wir brauchen 80.750. Er schwankt jetzt hier hin und her zum Ende. Oh, das sieht schlecht aus. Ich möchte ihn jetzt aber drinnen lassen, weil ich möchte unbedingt diese auch fertig haben. Hoffe ich mal. Kacke. Kommt schon, ein bisschen mehr wäre gut. Weniger schlecht. Ansonsten müssen wir schnell rüberspringen zu den hier. Es ist nicht euer Ernst. Könnt schon wieder reinhauen. Ja, wird das jetzt mehr oder weniger? Sieht eher schlecht aus. Müssen wir doch hier das hier nehmen. Ich glaube es nicht. Global Gym rein, hat sich die Sache. 59.102 kriegen wir dafür. Ärgerlich. Haben wir natürlich wieder auch nicht. Wie sollte das auch sein? So, der Film für morgen. Haben wir ja Werbeblöcke, haben wir natürlich keine einzigen mehr. Ja, doch, haben wir ja schon in dem Sinne. Ja, dann sind die dann auch aufgebraucht, wenn man natürlich 63.000 Zuschauer haben irgendwann.
So, ansonsten kommt für Sportler und Rocker. Was kommt für Rocker und Sportler? Was gucken die denn gerne? Gute Frage. Gucken die Horrorfilme? Sportler und Rocker? Rocker sind ja so die härteren Typen, denke ich mal. Gucken die vielleicht um 17 Uhr einen Horrorfilm? Okay, hier geht es natürlich schon wieder bergab. Die Rentner wollen das sowas nicht gucken. Wie wir gerade sehen. Global Gym können wir auch nicht nehmen. 63.000. Muss man Mentor Space nehmen. Ach, das ist wieder echt zum Mäusemelken, wenn wir sogar Pech haben. Müssen wir die hier auslassen wieder. Weil die natürlich so sinken wieder. Wir machen gerade bei den Rentnern ein bisschen Minus. Benutze Zuschauer sperren, um eine Gruppe von Zuschauern zu entfernen, die du nicht magst. Jeweils eine der originalen Zuschauergruppen muss jedoch verbleiben. Nein. Ja, Rentner, wer mögt schon Rentner? Um 2 Uhr Rentner gucken die da Fernsehen, wusste ich nicht. Hier brauchen wir Werbenews. Gucken wir mal, wie lange braucht die noch? Eine Stunde. Wird es fertig haben, also für morgen denke ich mal schon. Frage ist trotzdem, was gibt es denn da morgen noch zu gucken für die Sportler und Rocker? Ein Zombie-Film. Nightmare. Oder ein Western. 17 Uhr. Ein Sportfilm. The Minions. Für Rocker gucken die Sportfilme. Ich glaube doch eher weniger. Was gucken Rocker? Gucken ja schon hier. Ach du Scheiße. Nee doch. Rocker ist eine Romanze. Ach du Kacke. 50 Shades of Grey müssen sie dann gucken. Passt auch gut. Gucken wir eben 50 Shades of Grey. Ey, Fresse. Ist ja nicht normal. So, hier haben wir 67.000. Ich hoffe, wir schaffen die 63.000 wenigstens. Steigt sogar nochmal schnell. Und dann kommt unser schöner Texas Ranger Abend. Nachrichtenblöcke sollten auch fertig sein. Genau. Ist immer relativ schwierig, ein Programm hinzubekommen. Was für die auch sinnvoll ist, also Mauer. Kann ich die noch nicht anklicken, okay. Sportler, machen wir wieder mal den Film hier. Nein, der ist auch nicht gerade 16%, ne, also. Der ist nicht gerade super. Jetzt haben wir den weggedrückt, die Minions. Nein, der war nicht gerade toll, ne? 3,9. Kann man schon mal runterfahren, den Film The Minions verkaufen. Der ist nicht gerade super. Filme kaufen, verkaufen, wo haben wir dich? Da. Oh, wow, da kriegen wir 3500 mehr. So, verkauft. Genre Sport. Haben wir nicht mal da, ist natürlich auch toll. Musical, Horror, Fantasy, Drama, Doku, Komödie, Actionfilm, Doktor, nee, Rotor, Doktor habe ich gelesen, auch gut, Rotor. Mal kurz hier nochmal hoch hin. Gucken, was jetzt hier kommt. Achso, unser Texas Ranger. 66.000 Zuschauer und wir hoffen, dass der hier, ja gut, dann haben wir wenigstens 102.000 fertig. Bin ja gespannt. Gucken die Texas Ranger. Oh, 96.000, irre. Für eine Serie. Hier gerade mal 8% Spaß gemacht hier.
100% irre. Naja, der Rentner ja wieder nicht, das war klar. Die da oben muss aus dem Knick kommen. Wir brauchen nämlich Werbeblöcke. Beziehungsweise nicht Werbeblöcke, wie hießen die denn jetzt schon wieder? Zeitungsblöcke. Oder Werbung und News. So war das. So, dann denke ich mal, unsere 100, 2000 werden wir da fertig kriegen. Mentor Space, haben wir das überhaupt schon mal gezeigt? Einmal? Zweimal? Achso, das ist ja der. Okay, und dann haben wir noch Paluccis Pizza. Den haben wir bis jetzt kein einziges Mal. Doch einmal hier, zweimal. Boah, das sind fünf Blöcke. Also drei Blöcke könnte man noch nehmen, aber wir nehmen den, da haben wir wenigstens 100, 2000. So, die da oben muss jetzt echt mal aus dem Tritte kommen. Kann ja trotzdem schon mal hier hochfahren. Wart mal hier, bis die jetzt fertig ist. Unsere tollen Werbenews gibt. Gibt uns die Werbenews. Neue Mail. Was haben wir hier stehen? Lieber Atze zockt, ich habe meine zugewiesene Arbeit beendet und bin bereit dafür für eine neue Aufgabe. Okay. Natürlich unser Achso, die brauchen wir gar nicht holen, na danke. Schon vergessen. Egal, 30 Minuten Warnung. Was für eine Warnung. Keine Werbelücke auf gut Deutsch. So. Action. Nachrichten für Actionfilme. Ja, zeigen wir Actionfilme. Gut, haben wir hier Actionfilme? Boca Texas Ranger. Für die Rentner, die waren das doch gar nicht so interessant. Ne? Die Rentner wollten nicht, aber die Männer hatten. Auf die Rocker so Actionfilme gucken. Ist natürlich auch so eine. Das geht nicht. Verstehe ich nicht. Global Gym hat man doch schon durch, oder? Nein, hatten wir auch noch nicht. 59.000. Publikum Panucci's Pizza. So hier. So, 102 haben wir gekriegt, das ist schon mal gut. So, Werbeblock noch freischalten. So, Tag 2. Wenn ich eine Ranch hätte, würde ich, ja, keine Ahnung. So, lieber Zeug, du hast genug auf Ruf erreicht und kannst nun einige der technischen Aufwertungen freischalten. Denk daran, dass du das Archiv und deine Sender zuerst aufwerten solltest, sobald diese Aufwertung freigeschalten sind. Wenn du der erste Kanal bist, der diese Aufwertung hat, erhältst du deine einen signifikanten Vorteil gegenüber der anderen Sender. Sehr schön. Aufwerten. Ein Filmarchiv, erweiterer Filmarchiv mit durchschnittlichen Filmen.
Ja, 25.000 ist wieder günstig. Aber immerhin. So, unser Ruf ist bei 30. Das ich gerade sehe. Wir müssen wieder runter. Und trotzdem noch hier unten. Sender. Der erst nach Stunde losgeht. Werbeblöcke. Oh Gott, was brauchen wir da? 80.000 Zuschauer. Auf der Hoffnung, dass wir bei 50 Shades of Grey 80.000 Zuschauer erreichen. Bei Paro und Rocker. Oh Gott, das kann ja was werden. Rentnerfilme. Frauen gucken noch wieder andere Sachen. Mal gucken. Action, Action, Action. Das ist unser eigener Film. So, Männer stehen ja eher auf Actionfilme. Hoffe ich doch mal. So, Werbeblocks. War es nicht. Das hier wollte man nehmen, Werbetafel. Die sind wir ja schon voll. Das ist natürlich blöd. Hä? War hier nicht erst was? Mit den Zuschauern? Naja, okay. So, Frauen gucken Dramen, denke ich mal. Oder so Romanzen, Filme, Komödien auch. Fantasy ja weniger, glaube ich. Spielshow, ja, ist auch nicht so die Sache. Western, Science Fiction, Romanze 3,8. Oder Musical, nein, das ist ein Block. Nehmen wir mal den hier. Und wir werden einfach mal den Rentner ausschließen. Ich hoffe, das geht. Und die da oben sollten noch eine Spielshow machen. Ich bin mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Drehbuchautor. Müssen wir mal hinfahren zu der netten Frau. Eine Spielshow. Neues Drehbuch schreiben. Da haben wir eins, da wird so schlecht. Wir können das mal probieren. Eine Spielshow, eine Stunde dauert das, okay. Dann schreibe mal. So, in 20 Minuten genau. Geht dann hier der nächste Film los. Ich bin echt gespannt, was das wird. Geh noch mal runter. Ja. Werbeblöcke. Global Gym. Wie viel haben wir da noch? Nee, Moment. Läuft morgen ab, also immer Sport. Hat ja nichts mit Sport zu tun. Beziehungsweise ja für die Frau, aber trotzdem. Also mal die ja nie los. Naja. So, bin gespannt dann bei unserem Film. Hauptzeit. Können wir ein bisschen schneller machen. Sonst sitzen wir hier morgen noch da und warten und warten. So. Paare. Na, komisches Paar, sitzt leider nur einer da. Werden wir uns mal gucken, wie 50 Shades of Grey für Paare läuft. Sollte auf jeden Fall mehr wie 80.000 Zuschauer sein. Mehr wäre besser. Aber die Frage ist wirklich, ob man das hält. So, was zeigt die jetzt hier an? Die freut sich, das ist positiv. Natürlich wäre es jetzt positiv, wenn das hier auch steigen würde. Und
Ja. Und was? News, News, News. Das ist jetzt ein. Bleib hier. Nicht zu denen. Jetzt hätte ich ihm das woanders hingeschickt. Wir brauchen Werbeblöcke, glaube ich, brauchen wir sowieso. Fahren wir mal hoch zu unserer Marketingagentur. Und fragen uns mal hier den netten Menschen durch. Deine Werbeblöcke genau. Zuschauer, Genre, Blöcke. Oha, das sind aber wirklich Publikum, 34.000. Kleine Lösung für große Probleme. 55.000 bei den Strebern. Oh, Alabama Fried Wings oder Fried Wings hat vier Blöcke Werbung für 34.000 Zuschauer für 54.000. Ist jetzt nicht gerade sonst wie viel, aber ist eben blöd. Wir haben auch schon wieder Mentor Space. Irgendwie. Ja. Hier kriegt man eine ordentliche Stange Geld, muss natürlich auch 148.000 am Publikum gewinnen. Also das ist schon wirklich sehr hoch in dem Sinne. Ach ja, was haben wir denn noch? Global Gym. Genau, und dann haben wir noch Panucci's Pizza. Dann kriegen wir 273.000. Sieht zumindest jetzt noch gut aus. Das schon mal sehr positiv. Also 93.000, 94.000 Zuschauer. Und die Rocker, ich glaube, die werden so abkacken. Aber naja, gut. Das werden wir aber dann in der nächsten Folge sehen. Vorher lesen wir unsere E-Mail nochmal durch. Ja, genau. Ich habe meine Arbeit beendet. Und in der nächsten Folge werden wir dann auch unser Drehbuch weitermachen, beziehungsweise schreiben für die Spielshow, damit wir das abgeben können noch und vielleicht ein bisschen Ansehen gewinnen dadurch, aber man weiß ja nie. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ansonsten unter dem Video könnt ihr eure Kommentare loslassen oder mir schreiben sozusagen. Und für alle, die neu zugeschaltet haben, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge von Empire TV Tycoon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend und so weiter. Bye bye.